Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ist der 9. Dezember 2023. Wir sind heute hier, wie Sie unschwer sehen können, in Mühlberg. Links von mir, rechts von Ihnen, hat man aus dieser Perspektive alle drei Burgen. Warum sind wir hier? Wahrscheinlich diesmal nicht wegen der Burgen, sondern wir sind da, weil es eine Schlittenhunde-WM gibt. Das ist sowas Sensationelles, können Sie sich gar nicht vorstellen. Hinter mir, links von Ihnen und von mir, da ist Start und Ziel. Da sind auch schon die ersten Hunde im wahrsten Sinne des Wortes um die Wette gerannt. Rechts von uns sieht man dann den großen Park Fermé. So heißt es ja, glaube ich, bei Rennen, wo die ganzen Gäste da sind mit ihren Hunden. Wir sind dann gleich unterwegs, weil wir wollen erklären, warum man in Mühlberg auf den Hund gekommen ist. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir die wichtigste Frau für diese Veranstaltung vor der Kamera. Anke Schiller-Mönch. Sie sind die Vorsitzende, nein, die Präsidentin des, nee, die Vorsitzende des Vorsitzende. Schlittenhunde Sportclubs Thürings. Da sind wir gleich beim Anfang der Frage, nämlich Schlittenhunde. Genau. Und dann auf der grünen Wiese. Also, wie ist denn das zustande gekommen eigentlich? Also ich weiß gar nicht, wie man sowas machen kann. Also ein Schlittenhunderennen, hatte ich gedacht, wir kommen hierher, liegt Schnee und dann Schlittenhunde. Na, dann brauchen wir noch den Schnee, dann müssen wir, glaube ich, so 40, 50 Kilometer weiterfahren. Dann klappt das mit dem Schnee aktuell. Den hatten wir ja letzte Woche. Der war uns, so absurd wie das klingt, nicht so lieb, weil wir eine Dryland-WM sind. Also wir haben... diese Sportart gibt es im Dryland-Bereich, also so wie man sie jetzt hier sieht und natürlich im klassischen Schlittenbereich. Und da muss man ganz klar sagen, Schnee gibt es immer weniger. Der Bereich baut sich aus. Für die Hunde sind die Temperaturen wichtig. Sie müssen halt entsprechend niedrig sein und dann wollen die laufen. Und ob auf Schnee oder auf Nicht-Schnee und im Dry-Bereich. Der Dry-Bereich, der baut sich aus, der entwickelt sich. Und seit einigen Jahren gibt es dann auch die internationalen Meisterschaften wie Europa- und Weltmeisterschaften in dem Bereich. Was heißt seit einigen Jahren? Ist schon ein ganzes Stück. Aber ja, das ist... Der Thüringer Schlittensportverein, seit wann gibt es den? Uns gibt es 30 Jahre mittlerweile. Und der war am Anfang aber auch auf Schnee aus? Oder ist das wir, sind immer noch, wir sind immer noch auf Schnee aus. Unsere Rennen sind Frauenwald und Oberhof. Und wir haben viele Jahre auch nur Schneerennen durchgeführt und hatten uns dann vor, ich glaube, 8 Jahren oder 10 Jahren wieder auf den Weg gemacht, einen Ort zu finden für ein Rennen ohne Schnee. Und haben dann hier Mühlberg gefunden, wo wir dann vor 7 oder 8 Jahren, kann ich leider nicht genau gerade sagen, sie haben uns das erste Rennen durchgeführt haben, hatten dann relativ zügig eine deutsche Meisterschaft hier, weil einfach alles passt in dem ganzen Drumherum, Strecke, die ganze Logistik, der Ort, der dahinter steht, da gehört ja, Sie sehen ja, was da alles dazugehört. Und ja, und dann sind wir in Mühlberg geblieben und irgendwann saß der Bürgermeister mit dem Präsidenten des Verbandes zusammen und die haben sich überlegt, eine Weltmeisterschaft wäre hier auch schön. Naja, ist ja auch wahrscheinlich die optimale Geschichte jetzt so geworden, denke ich mal. Wie lange braucht man eigentlich, um so eine WM vorzubereiten? Naja, ein Jahr, ja, würde ich mal sagen. Aber die heiße Phase waren die letzten Wochen und Monate, ganz klar. Und wenn dann das Wetter so ist, wie es die letzte Zeit war, dann ist man eigentlich 24/7 am Vorbereiten. Das ist einfach so. Also Sie sehen auf jeden Fall jetzt entspannt aus. Also ist der große Druck abgefallen, weil jetzt alles funktioniert? Es funktioniert alles, ja. Wenn ich entspannt aussehe, ist das gut. Innen ist das, glaube ich. Ja, das gehört eine gewisse Anspannung dazu. Das ist klar, wenn man so ein Event organisiert und irgendwo ein Stück weit den Hut dann ja auch auf hat und alle Strippen da zusammenführen. Ich glaube, das ist normal. Das weiß man, wenn man Ja sagt zu so einer Veranstaltung. Und es ist ja dann schön, wenn es funktioniert, so wie es jetzt hier ist. Und ja. Auf der Internetseite stand was von 22 Nationen, ca. 1000 Hunde hier, was unüberhörbar ist. Also ich habe noch nie so viele Hunde auf einen Haufen gehört und gesehen. Und wie viele deutsche Starter gibt es hier diesmal? Ich
50, ja, es sind 50. Also entweder 49, 50, aber so 50 deutsche Starter sind mit. Ist eins der größten Teams mit Deutschland. Und wie viele Mitglieder hat der Schlittenhundesportclub Thüringen? Jetzt haben wir ihn raus. Wie viele Mitglieder? Wir haben 60 Mitglieder. Mhm. Und ein Großteil Aktive halt davon. Mhm. Es ist ja immer so wie in jedem Verein, so circa 40 Aktive, würde ich jetzt mal schätzen. Müsste ich durchzählen, aber so in der Größenordnung. Also ich unterstelle Ihnen jetzt schlichtweg einfach mal, dass Sie auch Hunde haben. Wir haben auch Hunde, ja. Wo sind die jetzt? Ein Hund ist da und die anderen sind zu Hause. Hätten Sie dann auch teilnehmen wollen oder können? Ich bin eher der Marathonläufer, das sind die Sprinter. Bei mir geht es auf lange Strecken. Was heißt hier eigentlich Sprint und Marathon? Wie lang ist denn der Kurs hier? Der Kurs hier ist auf der längeren Distanz für die gespannte 6,8 Kilometer und für die mit einem Hund unterwegs sind, die sogenannten Monos, 4,2 Kilometer. Und was ist denn jetzt dann bei Ihnen dann die Streckenlänge, die Sie mit Ihren armen Hunden dann laufen? Die armen Hunde. wollen wir die mal zusammen anspannen, wenn wir laufen? Das längste, was ich bis jetzt gelaufen oder gefahren bin, ist mit meinen Hunden, waren 160 Kilometer. Und Stück? Mit Pausen halt. Okay. Und in diesem Jahr peilen wir die ersten 200, also in dieser Saison die ersten 250 an. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ist ja aber wir sind im Distance-Bereich unterwegs, mehrere Tage dann mit allem, was dazugehört, im Schnee irgendwo im Norden. Nächste Woche Sonntag geht's los Richtung Norden, dann in Schnee. Dann denke ich mal, wünsche mal Ihnen und Ihren Hunden absolut tolles Wetter und dass es ein viel Spaß für Sie letzten Endes auch ist und dass die Veranstaltung hier noch weiter so prima läuft. Vielen Dank. Tolle Sache hier. Meine Damen und Herren, wann hat man mal Gelegenheit, mit der Kassiererin des Weltverbandes der Schlittenhunde Sportler zu reden? Ja. Cindy van de Brinkt, eine Holländerin und keine Niederländerin, ist hier heute. Frau van den Brink, wie geht denn das mit dem Kassieren? Also fahren Sie dann durch die Welt und kassieren dann das Geld ein? Oder wie soll man das verstehen, dass Sie der Kassierer des Weltverbands sind? Nee, ich kriege ja von jedes Verband, also wir haben hier, ich glaube, 3 oder 24 Länder. Mhm. Und die überweisen das Geld alles an den deutschen Verein, den wir haben. Also ich kriege viele ausländische Übersetzungen. Wie heißt das auf Deutsch? Beiträge. Ja, Beiträge. Also ich fahre nur rum zum Rennen und wenn die dann noch nicht bezahlt haben, dann kassiere ich das in Cash. Aber meistens geht das einfach über die Bankverbindung. Okay, jetzt sind wir hier in Mühlberg. Waren Sie jemals schon mal in Mühlberg? Nein, in Mühlberg war ich noch nicht. Wie ist es denn eigentlich gekommen, dass der Weltverband sich entschieden hat, die Weltmeisterschaft hier zu machen? Es ist eigentlich so, dass ein Verein kann sich anmelden, um ein WM zu organisieren. Mhm. Und dann gucken wir als WSA, ob es ein gutes Ort ist. Mhm. Wir gehen dann, den Verband geht zu unserer Versammlung und sagt, wir wollen gerne die WM machen. Dann wählen wir das ab mit den ganzen Ländern, die dann dabei sind bei der Versammlung, ob das okay ist. Und wenn die Mehrheit davor ist, dann haben wir ein WM hier. Aber ich denke mal, das ist einer der schönsten Orte, das überhaupt machen zu können, oder? Kann ich dir nicht sagen. Ich war eigentlich nur hier auf dem Stickout. Ich kann nur sagen, Stickout sieht super aus. Ja. Die Leute haben viel Platz. Und Stadtziel ist nebeneinander, das ist auch schön, auch für die Rein- und Rauskommen, für die Leute, die mithelfen. Weil wir haben auch schon mal Rennen gehabt, da war der Start hier und der Finish war da. Und das ist eigentlich nicht schön. Mhm. So kannst du hier alles eigentlich miterleben. Start und Finish und das ist schön. Mhm. Nun haben alle anderen, die hier auf dem Platz sind, mehr oder minder Hunde dabei. Haben Sie auch Hunde und sind Sie auch früher mal Rennen gefahren? Früher, also nicht ich. Ich war Händler und mein Mann hat gefahren. Wir haben immer so rund 15 Hunde gehabt. Jetzt habe ich nur noch eins. Wir haben mit der Sport aufgehört und jetzt helfe ich nur noch bei der WSA als Kassierer. Aber wir haben meistens die WM nur im Schnee gelaufen. Also nicht, ach so, die andere Version. Die andere Version, das hat uns besser gefallen. Ehrlich? Ja. Ja, wir wollen es nachher auch. Wir haben Schlittenhunde und haben wir immer gesagt. Aber das ist genau das Problem. Also ich würde dann nämlich auch die Ausrichterin hier, die Chefin vom Hiesigen Sportverband, würde ich nämlich auch gerne mal fragen, warum es Schlittenhund-Sport heißt, wenn es dann am Ende doch nicht Schlittenhunde sind. Ja, aber haben Sie in Holland mal genug Schnee gesehen? Nee. Um ein Schlittenhunderennen zu fahren. Nee. Also deswegen, wir haben auch immer mit Quad und Wagen trainieren müssen. Also deswegen gibt es ja auch mittlerweile ein Wagen-WM. Hm. Die wir hier gerade erleben. Die wir hier gerade erleben, ja. Wir haben es mit WSA, es ist jetzt, glaube ich, die 5. oder 6. Mal. Erstens hatten wir nur Schnee-WM.
Vielen Dank für die Auskünfte und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß hier mit den Hunden. Ja, das wird schon gehen. Danke. Ihr eigener Hund ist da wenigstens mit? Nein, die eigene Hund ist mit meinem Mann zu Hause. Okay. Dann habe ich die ganze Zeit, um mich hier zu helfen. Zu konzentrieren, alles klar. Konzentrieren. Schönen Dank, viel Spaß noch. Gerne geschehen. Ich sehe auch, viel Spaß noch beide.